Hallo und okay. Zunge entknoten. Ohne Witz. Hallo und herzlich willkommen meiner ersten Folge Deception Murder in Hong Kong mit Bram, Christian, Jay und Dalukart. Hallo. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Dalu hat es uns empfohlen, eine Tabletop-Version hier. Mir wurde es ebenfalls nur empfohlen. Bekommt ihr Trash Night? Nein, keine Trash Night hier. Ja, wir legen einfach mal los. Dalu wird uns ein bisschen versuchen, nebenbei die Regeln zu erklären. Das ist alles geskriptet, also es ist eine coole Version. Es passiert nämlich jetzt vieles automatisch. Wir kriegen jetzt die Karten alle automatisch und so. Und es ist ein bisschen wie Cluedo, Dalu, oder? Also es geht darum, wir arbeiten alle an einem Department und müssen den Mörder überführen. Es gibt einen Spielleiter, einen Mörder und drei Polizisten. Und es gibt eine Mordwaffe und einen Hinweis. Der Spielleiter ist der Einzige, der den Polizisten Tipps geben kann, das aber eher stumm, nur mit vorgefertigten Antworten. Und jeder Polizist hat einmal die Möglichkeit, den Mordfall zu lösen. Wenn der Mordfall bis zum Ende des Spiels nicht gelöst wurde, hat der Mörder gewonnen. Sollte natürlich der Mordfall gelöst werden, hat der jeweilige Polizistin den Fall gewonnen. Bram hätte einen Mixer zur Auswahl, finde ich geil. Rot ist die Mordwaffe, blau ist der Hinweis. Und eine Katze, ey, der sieht fast aus wie Sammy, ohne Spaß. Mixer Katze, und die Katze Mixer, Bram. Guck mal, da steht doch schon. Ja, und dann, hier, dann ersticken. ja, auf jeden Fall. Mit der Masse der gemixerten Katze dann ersticken. Ja, wir werden jetzt mal eben gucken, also es funktioniert jetzt so, wir werden alle unseren Bildschirm blind machen und der Mörder gibt jetzt genau. dem Scientist quasi vor, was seine Mordwaffe war und was der Hinweis ist. Richtig. Und deshalb blindfolden wir jetzt mal. Deshalb cutten wir an dieser Stelle. Okay, also alle Vorhang zu. Ja. Jo. Mörder, jo. Vorhang auf. Einmal zu erkennen geben, was Mordwaffe ist. Und einmal zu erkennen geben, was Hinweis ist. Alles klar, habe eine Info bekommen. Alle wieder Vorhang zu. Ich würde gerne vorher eine Frage stellen. Ja. Bei mir hat man jetzt die Rolle schon gesehen, glaube ich, für die Zuschauer. Ist das richtig? Dass ich... Deine Karte müsste bei dir sichtbar sein, nehme ich an. Also, sodass die Zuschauer die schon gesehen haben. Ja, das ist ja die Sache, also deine Sache, okay. Wie du das aufnehmen willst. Na gut, so. War nur eine Zwischenfrage. Und bitte alle wieder Vorhang auf. So, da sind wir wieder, liebe Zuschauer. Ich habe diese Rolle. Und mal schauen, wie das hier so weitergeht. So. Aber wer fängt denn jetzt an? Dalu ist der Mörder. So, jetzt. Darf ich, lösen? So, jetzt werde ich euch gleich Hinweise darauf geben, was passiert ist. Ich schaue mir mal alle Karten an, die gerade im Spiel sind. Und ich muss euch jetzt sozusagen anhand dieser vorgefertigten Karten, die jetzt nach und nach in die Mitte kommen, versuchen, eine Geschichte zu erzählen, auf die ihr kommt, damit ihr den Mörder überführen könnt. Das heißt, ich muss mir auch am besten alle anderen Karten anschauen, damit ich gegebenenfalls, wo es Schwankungen gibt, gezielter für euch hingehen kann. Ja, wenn es eindeutiger bei den Mordwaffen ist oder so dann, ne? Genau, wenn es da dann irgendwie noch minimale Unterschiede gibt und ich aufpasse, dass ich nicht euch auf die falsche Fährte locke. Bei Cause of Death gibt es die Möglichkeit Erstickung, schwere Wunden, Blutverlust, Krankheit oder Gift? Krankheit. Und hier ist Gift und Unfall. Mhm. So, und jetzt muss ich anhand der bekannten Mordwaffe schauen, dass ich euch auf die richtige Pferde locke. Und ich würde da sagen, nehmen wir einen Unfall. Es war der Mixer, ich wusste. Wer ist in den Mixer gefallen? Es war die Katze im Mixer. So. Okay. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Hinweis. Jetzt sind hier oben überm Tisch ganz viele Locations. Also es gibt 4 Karten mit Locations. Und da muss ich jetzt auch noch die richtige raussuchen, um euch da
auf eine Fähre zu locken, was Sinn macht. Ich muss mir halt die auch Location, glaube ich, am schwierigsten. Ja, ich muss mir auch nur einmal, oder? Genau. Also du musst dir dann alle durchlesen, die da drauf stehen. Genau, ich muss und ich muss irgendwie eine Story finden, dass ihr da drauf kommt, dass es ja, komm mal da drauf. Ja, ich glaube, ich habe was. Ich gehe. Dann schon werfen. Dann ist übrigens auf Seite der Investigatoren. Und nicht auf der Murderer-Seite. Ich gehe mal hier richtig, hart ran an die Sache. Hier, wir nehmen im den Buchladen? Im Buchladen. Hat jemand ein Buch? Und jetzt habt ihr Zeit zu diskutieren und dann kommt gleich sozusagen der nächste Hinweis, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt einen neuen Hinweis oder wenn ich sehe, das geht in eine falsche Richtung, dann kann ich auch schnell einen neuen Hinweis holen. Ich glaube, Christian ist der Murderer. Comics. Ja, aber das warum? Hilft nicht. Du musst halt Comics. Ich halt einmal sagen. Warum denn Christian? Wegen den Insekten weil Christian, oder warum? Weil er in der auch. Bibliothek oder in der Bookstore quasi auf einer Leiter irgendwas passiert wow. ist. Meinst du nicht, offensichtlicher wäre, dass Sepp den Comic hat? Was ist denn mit Comics? Genau, also ich würde gerade sagen, die Location ist eigentlich für den Hinweis, ich hab nicht nur für auf die den, Waffe, ich hab, Jay. Lol, ich habe nur auf die Waffe geguckt. Okay, vielleicht soll ich mir die Locations nochmal angucken. Das war ganz schön nicht ganz so clever. Ja, man muss am Anfang erstmal so eine Übersicht kriegen, das ist schon echt Catch abgefallen. Also Unfall ist halt, keine Ahnung, okay. sowas wie das Bügeleisen oder... Unfall mit der Leiter kann aber Leiter, auch sein. Ja, Unfall mit der Leiter kann schon sein. Ja, oder aber... Ein Shipping-Container, ja, Jay? Ein Shipping-Container. Das ist die Frage, ob der jetzt 20 oder 40 ist. Es kommt noch auf jeden, kommt auf jeden Fall ein Unfall locker. Aber bei dir finde ich am wenigsten noch der Unfall. Bei Sepp. Ja, da sind irgendwie so eindeutige Bei Bram kann das natürlich der Mixer gewesen sein oder das elektrische Wire. Was machst du mit dem Seil? Warum kann das bei Sepp am wenigsten sein? Das verstehe ich nicht, weil, naja, mit dem Seil oder eindeutige Mordwaffen, einer Metallkette oder einer Injektion. Also, in die Injektion würde ich auch sagen, dass die Raunfeld, aber bei einem Unfall finde ich einen Rope auf jeden Fall. Das ist Erstickung. Würde ich schon sagen. Da würde ich eher sagen, Erstickung. Wir müssen mal genauer gucken. Ich glaube, da würdest du sagen. Okay, nur noch für die Zuschauer die Info, um den Fall zu lösen, müsste einer von euch dann die Marke in die Mitte werfen. Er sagt mir dann, wer der Mörder sein soll, mit welcher Waffe und mit welchem Hinweis. Und ich sage nur ja oder nein. Also ich sage nicht mal, ob ihr beim Mörder richtig liegt oder ob was richtig ist. Es gibt einfach nur ein ja oder nein. Und jeder hat nur einen Versuch. Er darf danach aber den anderen noch helfen. Dalu hat quasi eine passive Rolle so gesehen. Okay, wollt ihr einen neuen Hinweis? Ja, also ich... Ja, hau mal raus. Alle neue Hinweis ist nie werfen. Verkehrt, Dalu. So, dann also hoffe ich, dass wir was Schönes sehr vage. Kriegen. Oh, die Kleidung des Opfers. Okay, naked. Also es gibt nackt, bizarr, normal, ein bisschen formeller. Oh, jetzt brauche ich Hilfe bei den oberen beiden. Sauber. Also neat ist so ordentlich. Und Anteil, die ist, dreckig, oder? Und dreckig, ja. Okay. Oder unordentlich, ja. Unordentlich. Wie könnte das Anteil Opfer aussehen? Gespannt. Bitte lass es nackt sein. Nackt wäre schon geil. Da war es das mit meinem, aber Bookstore. So, vielleicht kann es ja dann die Katze sein. Die Katze ist doch nackt. Es muss formal sein. Ja. Formal. Oder ordentlich. Tja. Es kann halt der Verkäufer sein. Der halt von der Leiter gestürzt ist. Quatsch. Du hast mit der Leiter. Warum ist denn der Verkäufer auf der Leiter? Ich verstehe doch noch nicht so ganz. Also geil ist, aber Jay, ich habe mich ja genauso schon fast festgelegt wie du. Ich habe mir die ganze Zeit schon das Set mit dem Seil und dem Comicbook, weißt du? Ja. Leider passt mein Comicbook viel zu gut. Ich bin auch noch am überlegen, wie das Comicbook da reinpasst. Deshalb bin ich ein bisschen von meinem Bookstore genommen hat. Ja, Bookstore, vielleicht ist das... Aus meiner Sicht gesehen formal, ist es halt... Formal kann er nicht meinen, dass es irgendwie so ein Elektriker wäre oder sowas. Also quasi jemand, der halt irgendwelche Arbeiter. Sachen... Arbeiter, genau, ein Arbeiter, der halt irgendwelche Sachen gemacht hat. Wie beispielsweise Electric Wire oder meinetwegen auch bei mir eine Shipping-Container. Ne, formale Kleidung ist ja aber eher ganz ehrlich, wenn es die Wire wäre, hätte man dann nicht Buildingszeit eher genommen? Wahrscheinlich, ja. Ja. Also, so ja. Also Bookstore ist zumindest nicht eindeutig für ein Wire. Da gebe ich dir recht. Da, nee, da hättest du auch eine Bar nehmen können. Also bei Wire. Wir können ja mal einfach die Taten durch, die ganzen Mordwaffen durchgehen, welche komplett unlogisch wären. Wir können ja, jeder kann ja die dann einfach einen Ticken hochlegen. Dann haben wir so ein bisschen, also die in Frage kommen, die kann jeder einen Ticken hochlegen. Das ist auch ganz gut. Okay, dann kann jetzt der Murderer also davon ab.
Nee, warum? Wir diskutieren das und dann sagen wir, okay, das könnte sein und dann... Fangen wir bei mir an. Was könnte denn für euch ein Accident sein? Also eine Injektion ist für mich eher Disease und Illness, oder? Metal Chain könnte sein. Ganz ehrlich, diese... Rope also, könnte ja, sein. Genau, es könnte halt alles noch sein. Ja. Ich finde, das jetzt zu machen, ist, ne, man schießt damit jetzt Sachen raus, die eventuell gar nicht draußen wären. Ja, du hast dann also einfach eine bessere Übersicht vielleicht. Ja, aber das dauert doch viel zu lange. Guck mal, also wir müssen dann, warte mal, 8, 16, 4, 32 Gegenstände jetzt durchgehen. Ja, vielleicht sollten wir das wirklich machen, wenn wir noch einen Hinweis mehr haben oder so, also der auch auf die Waffe vielleicht. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass Christian eine Schere hat und das finde ich jetzt gerade ganz schön scheiße, weil ich bei Christian gedanklich schon raus hatte, aber du hast eine Schere. Oh, ich habe eine Schere, oh mein Gott. Ja, eine Schere, oh mein Gott. Vielleicht ist er mit der Schere rumgerannt. Ja, ich, das würde passen. Ich bin erwachsen, und ich renne mit einer Schere. Wenn ich davon ausgehe, dass das Spiel ja kein deutsches ist, ja, ist es ja so, ja, ist ja kein deutsches Spiel. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, sondern halt eher amerikanisch geprägt. Das heißt, ich denke an einen amerikanischen Bücherladen. Und in amerikanischen Bücherläden gibt es zumindest in den ganzen Filmen immer diese Kinderspielecke mit Scheren und so, wo die basteln können. Was? Ja, was? Ich hole mal einen neuen Hinweis. Ja, hol einen Hinweis. Die Kinderecke. Der Buchstabe ist aber für den Hinweis und nicht für die Waffe. Nee, die ist Location. Ja, der kann auch für die Waffe sein. Ja eben, das kann auch für beides sein. Wieso ist das denn? Du weißt doch gar nicht... Dalu hat das vorhin eher so erklärt, dass er versucht, dann damit den Hinweis eher zu... Ja, aber du weißt ja nicht, ob er immer noch so... Nee, der hat am Anfang gesagt, er versucht den Course of Death mit der Waffe zu machen. Ja. Genau, aber die Location halt den Hinweis eher. Ja, nee, das hat er nicht gesagt. So, wir sind jetzt hier bei der Statur des Mörders, ja? Ist er groß oder übergewichtig, klein und untergewichtig, nur groß, nur klein, sportlich und muskulös oder Durchschnitt? Komm jetzt. Ja, wow, Durchschnitt. Wow. Also okay, diese Karte hat uns nichts gebracht. Es gibt Dalu also nichts. Vor der Aufnahme gesagt, ja, wenn der Scientist, der Forensic Scientist Scheiße baut, ja, dann versaut er uns allen. Ja, natürlich. Möchte ich nur einmal sagen, ja. Aber mein Dalu hat nämlich schon Angst gemacht, jetzt ist er aber selber der Gefickte. Ich wüsste aber ganz gerne bei dieser kompletten Karte Murderers Bild, ja. Also, welche Beschreibung passt denn auf irgendein Item von denen, die hier auf dem Tisch sind? Kann ich gerne erklären, was auf sowas passt. Also, vielleicht nicht auf dem Tisch oder sowas, aber es ist ja zum Beispiel wichtig, wenn jemand zum Beispiel healthy und muskulös ist, sind ja zum Beispiel Nahkampfsachen und so ein bisschen stärker. Also, sondern wenn man darauf so ein bisschen schließt, ist es möglich, wenn du schwach und klein bist, jemanden zu erwürgen oder sowas? Das ist ja, sagt ja schon vielleicht was aus. Ich habe jetzt eigentlich aber guck mal, Joe Pesci ist zum Beispiel so ein ganz kleiner, ja, und der die Leute immer im Nahkampf weggemacht. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass du hier, keine Ahnung, Small and Underweight nimmst, ja, dann hätte ich gesagt, okay, das ist Sepp. Weißt du, und bei Large und Overweight habe ich gesagt, das wäre ich. Wow! Es geht hier aber um den Ingame. Ja, ich weiß, aber warum kann der Ingame-Charakter denn nicht der sein, der er ist? Ja, das ist voll die gute Dalu, toll, weißt du, hättest du uns mal richtig gute Tipps gegeben. Das wäre ein richtig guter Tipp gewesen jetzt. Da kannst du auch gar nichts einfach hinlegen. Ja, Everest ist halt echt so die schlechteste Antwort, die gibt. Ich würde aber mal sagen, das hat euch jetzt einfach gar nicht weitergebracht, dass wir mal... Ja, oder wem liegt das, ja, dann, Dalu? Ich ziehe hier eine Random-Karte, ja, das kann ich jetzt nichts für. Oh, der Tag ist wichtig. Der hat nämlich nicht am Wochenende auf. Ja, jetzt Day kommt's, of vielleicht. Crime. In der Woche, am Wochenende oder Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ach, vielleicht im Frühling, da sind doch die Marienkäfer aktiv, oder nicht? Hoffentlich spielen wir nicht auf Animal Crossing. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Der Frühling ist Marienkäfer. Alter, was wibbelt da? Genau, was wibbelt hier eigentlich? Am Wochenende. Okay, Freizeit. Wochenende. Warum, ja, ich wibbel aber echt was. Was ist denn das für ein Sound? Ich hab keine Ahnung. Voll Wahnsinn. Boah, das ist hier wie bei diesen ASMR-Videos. Das ist schrecklich. Die Mörderplatte hier, die. Boah, danke schön, Bram. Ah, die hat. Okay. Oh, das hat Ne, die wackelt immer noch. Moment. Okay, okay, wir wissen, dass es Average ist. Ja. Hat aufgehört. Oh, hier rechts muss ich hinlegen.
Das Gleichgewicht wurde gestört. Gut, okay, Weekend. Ja, okay, damit ist der Bookstore immer noch drin. Und, also ganz normal, logischerweise. Aber wer geht denn am Wochenende in Bookstore? Eher natürlich gehst du doch am Wochenende, gehst du doch eher in die Bücherei als am Wochenende. Ja, die halt durch die Woche arbeiten. Wir haben, genau. Wir haben doch selbst unsere Autogrammstunden am Wochenende gehabt. Das passt doch eher zum Victim, das verstehe ich nicht, weil ich meine, das haben wir ja schon. Im Endeffekt kannst du ja sagen, es war ein Unfall im Bücherladen. Von einem formell gekleideten Typen, der totaler Durchschnitt ist und am Wochenende halt im Bücherladen war. Genau. Das sagt irgendwie nichts aus. Das könnte also der Mitarbeiter sein. Ja, ich gehe aber dann guck davon aus, dass es der Mitarbeiter ist. Aber dann guck dir mal die Items an von jedem. Wo kannst du denn darauf schließen, dass ein Mitarbeiter irgendwas gemacht hat? Naja, Leiter und Schere finde ich passt schon eigentlich ganz okay. Leiter, Schere, finde ich tatsächlich auch, das ist eine Sache, warum ich Christian noch im Ohr habe. Dich habe ich natürlich mit dem Comicbook, habe ich dich, hab ich dich natürlich mit drin. Ja, ich bin ganz ehrlich, bei Jay, keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich aktuell bei so. Jay könnte höchstens die Puppe oder das Toy-Model sein, weil teilweise in Amerika haben die auch in den Bookstores diese Kinderspiel-Ecken. Nein, die genau, Marvel, wo die Puppen sind. Ja, da wo die Scheren gibt, hab ich doch vorhin schon gesagt. Weißt du, bei Big Bang Theory, da gehen die doch immer in den Comic-Book-Store. Ja. Und da gibt's da auch die Figuren und sowas. Das ist total hirnrissig gewesen, von Brammen darauf auszugehen, dass das ein englisches oder ein amerikanisches Spiel ist und deswegen gerade Dalu, von einem amerikanischen Store aus. Ja, das ist mir dann auch erst... Das wird halt einfach irgendein scheiß Buchladen sein. Aber es hat halt keiner ein Buch. Doch, du hast Comics. Ich hab Comics. Okay. Aber ich weiß ja, dass ich unschuldig bin, also aus meiner Sicht. Ja. Damit die ersten Lösungsansätze kommen, nehme ich jetzt die letzte Karte und hoffe wirklich, dass sie uns noch was bringt. Das wird ganz schön krass. Also ich brauche noch eine wichtige. Action in progress. So, jetzt kommt Work. Welches ist diesmal? Work. Wenn es Work kommt, dann könnte es ein Wire sein. Sag ich doch, dann ist auf jeden Fall Christian. Christian ist der Mörder. Ja, aber womit? Ja, dann schmeißt du deine Marke. Das ist doch Quatsch. Ja, genau, Jim. Schmeißt du deine Marke? Ja, ich weiß es nicht. Alter, wo flappert's hier schon wieder? Ich hab's zum Glück sehr leise. Es ist die Mörderkarte wieder. Ja, lass daneben stehen. Das ist die unwichtigste Karte, die ich gibt. Ich versuche einfach mal. Ich werf jetzt das Ding hier rein. Ja, mach mal. Und ich sage, Christian war es mit der Leiter und dem Pushpin. Nein. Nein, das wäre mein Tipp auch gewesen. So Quatsch, oder Alter. Oder Marienkäfer. Ja, schade. Nee, Marienkäfer, er hat ja nicht... Keiner, damit habe ich verloren, aber ich kann noch helfen. Ja, Bram, was sagst du? Als Murderer habe ich noch nicht verloren, zwangsläufig. Das stimmt. Als Murderer hast du noch nicht verloren. Ja. Das stimmt. Da bist du noch voll dabei. Kannst jetzt voll auch, könntest du mal reinficken, weißt du, nach dem Motto, ja komm, jetzt kann ich ja nicht mehr gewinnen. Nee, ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Okay, Bookstore. Wir haben nur noch zwei, wir haben nur noch als Investigator, möchte ich sagen, wir haben nur noch zwei Schüsse. Also es kann das nicht sein, das kann es nicht sein, Saxophon. Achso, nee, Quatsch, Auch nicht. Der einzige Hinweis, den ich so noch geben kann, ohne irgendwas, ist Day of Crime war sehr, sehr schwer, weil ich hätte die Karte zweimal gebraucht. Ich würde es sonntags haben müssen oder so, ne? Das war mein Hinweis. Habe ich nämlich schon gedacht. Moment. Es muss Sonntag sein, also wenn es zu ist eigentlich, also... Was ist denn, wenn es zu ist? Was? Ich bin völlig überfordert, muss ich gerade gestehen. Das ist jetzt zweimal so, okay. Sonntag? Keine Ahnung, was ist denn Sonntag im Bookstore los? Ich meinte auch Wochenende am Sommer oder so. Vor allen Dingen, keine Ahnung, wenn du jetzt von Sonntag ausgehst, dann ist doch da hat er doch zu, oder? Ja, ich bin jetzt blöd. Ich würde jetzt von Sonntag ausgehen, weil alles andere macht keinen Sinn bei diesem Hinweis, weil samstags dann hätte er auch durch die Woche nehmen können. Nimm meinen Hinweis aber wortwörtlich. Ich hätte die Karte zweimal gebraucht. So wie sie da ist. Ja, Doppel-Weekend. Es war Weekend und Spring. Wow! Oh. Und das jetzt. Hilft dir jetzt. Marienkäfer, doch. Was? Ich hatte doch ganz am Anfang gesagt, boah, wenn Christian, da mal ganz du ehrlich, bist du nimmst, dann nein. Guck, Christian, dann hau die mir rein. Kannst du doch sagen. Aber die Frage ist, ob es die Schere oder die Leiter ist. Ich glaube, Christian ist der Mörder. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie... Okay.
Ich glaub's leider auch, weil bei Bram sind die Mordwaffen ja, ich bin ein nicht. Wire, komm. Ein Sniper, ein Saxophon und ein scheiß Mixer. Das hat alles ich weder was raus. Mit einem Buchsor zu tun. Das ist Quatsch. Bei Jay ist ein Messer, ein Gunpowder, ein Shipping-Container. Der könnte ein Accident sein, aber der ja, ist niemals in einem Bookstore. Doch, weil die Ship, weil die Bücher angeliefert wurden. Vielleicht Playing Cards. Ach Quatsch, nee, Playing Cards ist ja. Wieso komme ich denn da drauf? Und das Messer ist auch. Komm, Stachel aus! Was denn? Okay. Ey, es ist. Oh, die Schere. Oh, er macht meinen Move! Nein. Ich bin kein Mörder! Nein! Oh nein, und jetzt liegt's an mir? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, boah, jetzt ist die Frage, ist es Christian oder nicht? Komm, Christian, geh auf dich selber, bitte. Christian kann ja mal. Nee, voll so Bett, komm bitte. Von die Comics. Allein, dass er auf mich geht, ist halt mit schon so frei. Nein. Das Comics-Ding ist das Einzige, was wirklich ja, im Buchladen ist. Ja, ich weiß, aus eurer Sicht wäre ich wahrscheinlich auch voll getriggert gewesen von den Comics. Tja. Aber ich bin so, es halt nicht. So, ist das Spiel nicht. Jetzt vorbei? Ist Sepp der Murderer? Nein, ich bin es halt nicht. Okay, Sepp ist der... Sepp hat immer noch sagen, die Möglichkeit, einen Mordfall anzufechten. Also ich habe ja auch viel Detective Conan geguckt, ne? Dann ist es immer das Seil, ne? Dann ist es immer die Angelschnur. Dann müsste ich es ja jetzt eigentlich easy rausfinden, aber das ist echt schwer. Vom guck mal, hat bei Christian bisher die Leiter mit dem Pin und den Scissor mit dem Insekt. Ich glaube, es ist der Gürtel, weil er ist formell gekleidet. Vielleicht trägt er deshalb einen Gürtel. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht's auch immer noch, vielleicht ist halt auch die Leiter. Weil Dalu hat sich auch formell relativ schnell eingeschossen und ich ja, finde... Ja, der hat sich auch relativ schnell auf Average andere. Eingeschossen. Ja, aber Average wird ja auch passen. Ja. Und am Sonntag? Der. Was passt denn auf Sonntag, jetzt schieß. Dalu? Wir sind auf den Sonntag! Ich habe alle meine Hinweise gegeben und sogar einen Er sagte, Bonus. Der braucht... Er sagte, komm, die hier, Karte Dalu. Braucht er Zack, zweimal. Christian ist es mit einem Gürtel und... Nein! Das ist leider falsch. Und damit ist die Runde auch zu Ende. Der Mörder ist Christian. Nee. Ja, okay. Und ihr wart mit der Leiter so gut. Es hat direkt geklappt. Ich und hasse ich wollte. Euch alle. Und den anderen Hinweis hat Sepp gegeben. Ich wollte Spring oder sowas wegen. Ich kam nicht auf den Käfer. Es ist Leiter mit Käfer. Oh, nein. Ich sagte doch zu dir, Sepp, Leiter und Käfer. Das war so ja, das knapp. Das hab ich auch gesagt, aber das hast mich das formelle hast du selbst Ding auch nicht genommen, Jay. Ja, da kannst du jetzt ja. Niemanden ja, blamen. Ja, erst Leiter und. Moment, aber der Tipp mit dem Ich hab Spring, den Tipp erst nach erst, Jay gegeben. Erst nach mir. Nein, den habe ich von Anfang an gesagt. Nee, das kam danach. Jay hatte schon gewotet und danach habe ich den Tipp. Ja, aber das war so knapp. Ihr wart Jay sofort Bücherladen. Alles klar, Christian, leite ich so kacke. War das zu eindeutig? Nee, ist doch genau richtig. Ja, aber ist doch genau richtig. Ja, war gut. Ich wollte einfach ein anderes Crime-Werkzeug noch magst nehmen. Magst du uns die Geschichte erklären? Dalu, wie du von Leiter und Insekten dass du zustande gekommen bist. So, das ist der berühmte Insektenkiller, den gibt so. Es. Der ja. zieht von Stadt zu Stadt und arbeitet immer in Bücherläden und bringt den Angestellten, den er am wenigsten leiden kann, um. Er hat es wie einen Unfall aussehen lassen mit der Leiter, die war angesägt gewesen. Und als Indiz lässt er immer einen Marienkäfer zurück, damit man auf diesen Insektenkiller schließen kann. Das ist ein bekannter Serienmörder in den USA. Das ist leider falsch. So habe ich. Ich habe das Jude in meinem Dingens gesehen. Genau gesehen, so ja. war das gewesen. Oh. Ja, Jay war schon gut. Wenn der direkt seine Marke geschmissen hätte, wäre das Spiel nach 2 Minuten vorbei gewesen. Naja, wieso? Das hätte ja auch nichts geändert. Auf den Käfer. Kam er ja noch nicht. Kiefer, deswegen so, waren wir, Kiefer, ja, wir waren bei der vorletzten Karte und ich war hier mir so unsicher, auf was ich gehe. Verstärke ich den Bücherladen? Ich hab dir doch extra noch gesagt, Bordalo, wenn du auf Spring gehst, dann habe ich den Maikäfer safe drin. Ja, aber da ich... Bla, 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 oh, Mann, hier musste ich mich entscheiden. Gehe ich aber auf den Wochentag? Wieso sonntags oder wieso... Du hast Sonntag Weekend. Gesagt, das habe ich nie gesagt. Ich habe so, um nochmal den Bücherladen irgendwie zu verstärken, dass es halt um jemanden geht, der da arbeitet. Weil Jay hatte für mich die ganze Zeit die richtige... Es ist der Bücherladen, der arbeitet da, der ist von der Leiter gefallen, so, wir waren immer weitergegangen. Ja. Okay. Es hat so gepasst und dann wollte ich halt sagen, ja, so, Jay, du bist richtig. Ich bin ganz ehrlich, bei der Leiter hättest du für mich hier Short nehmen müssen. Ja, irgendwie sowas hätte geholfen. Weil der eine Leiter braucht.
Da hätte ich aber Angst gehabt, dass ihr dann vielleicht auf ganz andere Sachen schließt. Ich wollte ja, vom Körper, von der Körpergröße also weggehen, ja, weil die stimmt. egal wäre. Das stimmt. Na gut. Ja, vielen lieben Dank, das war eine erste Folge und lasst doch gerne eine Bewertung da, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet, dann spielen wir es auch gerne nochmal, vielleicht auch mit mehr Leuten. Auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt, bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss! Tschüss! Tschüss. Ciao.